Süß, Jute Dollarzeichen und Demi Lovato auf dem roten Teppich. Jetzt zeigen sie sich zusammen auf Events. Sängerin Demi Lovato, 30, und Musiker Jute Dollarzeichen haben im vergangenen Jahr im August ihre Beziehung offiziell gemacht. Schon vorher hat ein Insider verraten, dass Demi inzwischen eine neue Liebe hat. Bislang waren die beiden nur privat zu zweit unterwegs. Das zeigten sie auch gerne auf den Social-Media-Plattformen. Doch jetzt ist das Paar einen Schritt weiter gegangen. Demi und Jute zeigten sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Am vergangenen Samstag fand in Los Angeles die Pre-Grammy-Gala und die Grammy-Ehrungen statt. Hier erschien das Paar in einem perfekt aufeinander abgestimmten Look. Demi trug ein bodenlanges schwarzes Kleid, das durch eine Raffung weiße Details zum Vorschein brachte. Ihre Schultern waren nicht bedeckt, wurden jedoch durch einen asymmetrischen Ausschnitt betont. Jute Dollarzeichen trug passend dazu einen klassischen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte. Zusammen legten sie einen grandiosen Auftritt hin und konnten die Finger offensichtlich nicht voneinander lassen. Zu Demis 30. Geburtstag im August schrieb der Sänger bereits zuckersüße Worte unter gemeinsamen Aufnahmen: Alles Gute zum Geburtstag. Baby, du bist ein 30 Jahre altes Luder und ich bin der glücklichste Trottel der Welt, weil ich dich mein nennen darf. Anführungszeichen.